Weiter geht's. So, ich habe noch gesehen, dass hier noch ein paar Händler sind. Die haben wir noch nicht angesprochen. Die will ich mir kurz mal angucken, ob hier irgendwas... Ach du Jörg, mich verarschen. Der hat zwar guten Stuff hier, aber ich glaube, das können wir eh vergessen. Okay, so, dann waren hier in der Ecke noch zwei und nördlich hier eigentlich auch noch welche. Oder war hier noch... Ne, das war er, den hatten wir ja. Oder war hier unten noch einer? Ne, okay. Ach, da hinten. Von jeder Rasse jetzt ein Händler hier, oder was? Er hat nur Zaubersprüche, interessiert mich nicht. Ich bin auch gerade überlegen, ob wir nochmal zu den Untoten reisen, damit ich einfach Stufe 22 noch erreiche und wir die besseren Runen benutzen können. Ups. Rüstungsklasse 100. Wie viel 319 Gold können wir vergessen? Ja. Gut, wir gehen erstmal durch das Portal bei den Blutfängen. Da wird sicherlich ein Seenfeld gleich rumstehen, hoffe ich. Und dann reisen wir nochmal nach Adratiga nach oder so. Um noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Oder bekämpfen wir die Rote Legion. Theoretisch dürfte die ja nicht mehr... Wir dürften die Feinde ja nicht mehr nachfließen da jetzt. Theoretisch. Was ist das, Sterbliche? Hier hat mein Herr euch geschickt. Hört ihr endlich auf meine Rufe? Diese Stimme. Als spreche er in meinem Kopf. Die Schatten sind frei. Der Mann, der das Schwert im Zaum hält, bricht. Und durch die Lücken strömen sie hervor. Die Feuer erlöschen. Sie sind überall. Es sind die Schatten, die aus dem Schwert fliehen. Er verliert die Macht über sie. Wir sollten das Spiel mitspielen. Noch weiß er nichts vom Fall der Feuerstadt. Höre mich, Wächter. Der dunkle Herr sendet uns dir zu Hilfe. Endlich, rasch. Entfaltet eure Runenmacht. Treibt sie zurück. Ihr müsst die Bannfeuer neu entzünden. So werden sie in das Schwert zurückgetrieben. Und wir kämpfen bestimmt. Die Bannfeuer sind erloschen. Überall strömen sie hervor. Ihr müsst die Feuer wieder entzünden. Sonst werden sie uns überrennen. Was? Stufe 20, willst du mich verarschen? Standhalten, Männer! Thank you.
Er wird jetzt nicht feindlich. Okay. Das passt mir aber nicht so, dass die hier rumwursteln. Okay. Wir reisen erstmal. Da können wir jetzt noch ein paar Sachen abgrasen, die ich wieder vergessen habe. Einmal nach Frostfall oder wie es hieß. Da war ja noch einmal die Kiste. Wo die letzte Bastion. Ja, da. Ah, verdammt. Ich dachte, das wäre hier unten. Okay, das könnte noch der letzte Nachschub gewesen sein. Ich will mal gucken. Die jetzt wirklich weiter Nachschub bekommen oder nicht. So. Hier oben steht zumindest erstmal wieder keiner. So, Madame, wo war denn das jetzt hier, der Aufgang? Hier. Da. Theoretisch könnten wir jetzt auch das Ork-Monument wieder in Besitz nehmen und von dort aus Angriffe starten. Das lasse ich mal. Toll, hat sich ja richtig gelohnt. Die Rune ruft? Unverzüglich! Ich bin gespannt. Also bisher dauert es auf jeden Fall ziemlich lange, bis hier mal wieder was rauskommt. Vorwärts! Vorwärts! Sofort!
Vorwärts! Schnell! Immer noch nicht. Standhalten, Männer! Aber krass, die Bäume, die wir hier gepflanzt haben, durch den Förster bleiben hier. Cool. Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Runenkrieger, haltet zu durch, mir! Männer! Ah, verdammt. Und der nächste. Das ist ein Hinterhalt! Schließt die rein! Krieger, zu mir! Lief auf jeden Fall besser als letztes Mal. Muss man ja mein mal so Herz festhalten. Ist ruhelos. Die Rune befiehlt? Auch wenn wir noch keinen weiteren Level aufgestiegen sind. Wie viel haben wir noch? Oh! Und ich dachte schon, das wäre der Großteil. Flucht! Na, zwei schwache haben wir auch noch. 3, 4, 5, 6, 7. Na gut, ein paar schwache sind dabei, das ist gut. Und es kommt Nachschub. Scheiße. Mir nach. Folgt mir. Was wünscht die Rune? Alles klar. Stehe verstanden. Mir nach. Theoretisch dürfte da nach dem Nachschub kommen. Zu euren Diensten. Aber naja. Verstanden. Wir werden angegriffen. Feindlicher Angriff. Verstärkt die Deckung. Halten! Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Standhalten, Männer! Feindlicher Angriff! Wir werden angegriffen! Vorsicht, Gegner! Gut, nicht schlecht. So, was haben wir denn hier bekommen für die Elfenwatt? Druidika und meine Winterschütze sind endlich. Und ein Eisturm. Ey, endlich mal ein Frostbringer hier. So, bei den Dunkelelfen haben wir den Havok.
Und was ist das hier? Dunkle Schmiedeschmelze, das sind die Trolle, Orks. Na gut, ich werde mal machen offscreen ein bisschen weiterkämpfen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Spitze wieder gimmig. Bis dann.